Ich habe meiner Frau versprochen, wenn sie mal ganz lieb ist, ja, vielleicht zum Valentinstag kriegt sie eine 14-Millionen-Yacht. Und wir stehen gerade davor, denn in Sanremo, da liegen unglaublich viele von den Pötten rum. Und wir haben gesagt, komm, wir machen mal eine Roomtour in einer wirklich wunderschönen Yacht, die auch noch in Sanremo gebaut wird. Marlene, wäre das was für dich? Weiß ich noch nicht. Weißt du noch nicht? Wir gucken mal drauf. Wir waren vorher nicht drauf. Es ist eine Riesenjacht, Länge und Daten und so weiter. Wir haben zwei Fachleute mit dabei. Du bist die? Silvia. Hallo Silvia. Du kommst von einem ganz bekannten Campingplatz hier um die Ecke. Und ein Teil der Touren könnte ja demnächst sein. Wir schauen mal Luxusjacht. Ne? Warum nicht? So. Ja, tu t'appelles comment? Rodolfo Amerio. Genau, Rodolfo Amerio. Er hat eine Schiffswerft, so muss man sagen, und sie bauen die Yachten hier in Sanremo. In Sanremo und auch teilweise in der Toskana. Ja. Wie lang ist dieses Schiff? Quanto è lunga la barca? La barca è lunga, 36 Meter. 36 Meter. 36 Meter, ja. Der Preis sind 14 Millionen Euro. So viel konnte ich meiner Frau schon sagen. Das heißt, also von der Portokasse können wir das nicht bezahlen. Aber es ist ein richtiges Haus auf dem Meer, so kann man sagen, oder? Ja, ein schwimmendes Haus. Und ungefähr wie viele Leute können da jetzt wohnen? Quante persone possono stare? La barca ha 5 cabine per gli ospiti e l'armatore, per cui sono 10 persone, 10 invitati, compreso l'armatore, e abbiamo 2, 4, 6, 7 persone di equipaggio. Also sie haben 5 Schlafräume, also 10 Personen plus 7 für die Mannschaft. Sensationell. Hier vorne, ja, das ist der Anker, oder ich sag mal, so werden die vertaut, wie sie hier da sind. Wie ungefähr das Personal, wie viele Leute braucht man, um das zu betreiben? Servono quante persone per gestirla? Le 7 persone di equipaggio. 7 Personen. 7 Personen, also mit dem Kapitän. So, das heißt, wir werden mal schauen, ob wir einen Raum vielleicht kriegen, der dir dann gefällt, ja, wie es ist. Warst du ein bisschen aufgeregt, weil wir gesagt haben, komm, wir gucken uns mal Luxusjachten an. Was ganz anderes wie Wohnmobil, oder? Ja, natürlich. Es ist jetzt auf dem Wasser, ne? So. Der Name von der Yacht? Come si chiama la barca? La barca si chiama Amer 120. Amer 120? Il nome della barca è Neva, diciamo in questo. So. Der Amer 120 ist das Schiff und der Name ist das Modell und der Name ist Neva. Neva. Okay, ganz simpel. Hier geht man rein, wir müssen alle die Schuhe ausziehen, ja. So ist es nämlich. Das werden wir jetzt mal machen, sogar der Eigner selber. Ist die jetzt schon verkauft oder kann man die noch kaufen? È già venduta o possono comprare? È già venduta e ha un armatore, sì. Ist leider schon verkauft. Leider schon verkauft. Und wenn man jetzt eine bestellt, wie lange wartet man? Se ne dovessero ordinare una, quanto devono aspettare? In 2 anni possiamo fare una identica. 2 Jahre. 2 Jahre. Okay, das geht ja noch. Ist auf jeden Fall teilweise so. Jetzt zeige ich mal gerade, das hier ist der Hafen. Und der Hafen, der hat ganz viele Liegeplätze, der ist sensationell. Außen hat man hier ein Außendeck. Hier kann man schon schwimmen gehen. Si può notare già qui? Si può, sì, sì, sì. Ja. Sì, sì. Ja, kann man schwimmen gehen, hat er gesagt. Und das fängt schon an, das Ganze natürlich alles aus Edelstahl. Ich gehe mal hier hoch. Wir betreten jetzt das Boot zum wirklich allerersten Mal. Über 30 Meter. Und ja, es fängt schon an mit dem kleinen guten Morgentisch, der hier direkt am Eingang ist. Ça c'est super pour le petit déjeuner, peut-être? Oui, 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 c'est même pour le repas, si, si on veut. Er hat gesagt, also für Abendessen, für das Frühstück, für allen drum und dran. Und hier vorne, das ist so ein kleines Sonnendeck. Un solarium praticamente. Sì, questo è uno dei solarium che ha la barca. Ist einer der vielen. Einer der vielen. Einer der. Ja. Okay. Das ist stark. Ja, deswegen zieht man auch die Schuhe aus. Das Holz natürlich alles echt. Das heißt, das bekommt mit der Zeit so eine leichte Patina. Questo è tutto legno. È vero, tutto teck. Questo è tutto teck. Das ist alles teck. Teakholz. Krass. So, wir gehen mal kurz rein. Was ist so die Anwendung von so einem Schiff? Wie muss ich mir das vorstellen? Das heißt, die Leute kommen her, sie werden eingeflogen und dann anschließend lebt man hier auf dem Schiff? Cosa fanno i proprietari? Cioè, vengono in aereo, arrivano qui? Sì, diciamo che ora è ormeggiata qui a Sanremo, sta svernando, diciamo, nel periodo, diciamo, di manutenzioni e poi durante l'estate la usano e la girano il Mediterraneo. Comunque vengono qua in aereo e poi iniziano a usarla. Sì, also ja, sie kommen mit dem Flugzeug. Im Moment bleibt das jetzt über den Winter her hier in Sanremo, wird es hier liegen, ankern und dann im Sommer wird es meistens benutzt. Kann ich es mieten auch mal? Si può anche affittare? Si può anche affittare? Ja, kann man auch mieten. Preis ungefähr, was kostet das? Prezzi.
Il prezzo di una barca così è 130, 140, 150.000 euro per settimana. Die 130 bis 150.000 Euro die Woche. Die Woche, 130 bis 150.000 Euro. Marlene, wenn du hier mal reinschaust, ja. Also, schöner als mein Wohnzimmer. Ja, das Coole ist ja, du kaufst ja jetzt nicht nur das Boot, du kaufst ja auch das ganze Design, die ganze Inneneinrichtung. Alles ist quasi aus einem Guss. Wer hat das hier designt? Chi ha fatto il design di questa nave? Il design interno è l'architetto Stefano Tini. Stefano Tini hat Innenarchitektur aus, also gezeichnet. Es ist sensationell. Molto bello. Ha soddisfatto i desideri dell'armatore. Also das ist, was die, der Besitzer gefragt hat. Was er gefragt hat. Hier vorne, was ist da drin? Qua c'è un mobile, diciamo, entrata per bevande, frigoriferi. Ach, noch ein kleiner Kühlschrank, guck mal. Da ist das Wasser drin. Hast du da mit dabei? Und das Lichtsystem ist ein komplettes Bussystem, oder? Wenn du mal fragst, also per Computer, ich habe keine Schalter mehr. Come funziona con le luci? Tutto automatizzato? Bus? Con le luci, ma abbiamo poi della domotica che fa funzionare l'impianto di illuminazioni, le tende, le televisioni. Ja, ist alles Domotik praktisch. Alles zentral gesteuert hier. Und dann hier vorne, das ist jetzt alles, also das heißt, der Eigentümer muss nichts mitbringen. Alle Möbel sind hier integriert, oder? Il proprietario non deve portare più niente, qui è tutto integrato. E qua è tutto integrato, sì, sì. Ja. Stark. Hier ungefähr die Fläche von dem Raum hier, was haben wir? Grande all'incirca la stanza questa. Adesso le misure esatte non me le ricordo. Comunque sono questo ambiente qua sono sicuramente più di 60 metri quadri. Mehr als 60 Quadratmeter. Nochmal? Mehr als 60 Quadratmeter. Mehr als 60 Quadratmeter. Oskar, magst du dich da mal hinsetzen, mal kurz, und mal ausprobieren, ob es schön sanft ist? Kann hier vorne? Hinlegen. Kann sich fast hinlegen. Der Platz ist ja sensationell, oder? Boah, ist das schön. Wunderschön. Traumhaft, ja. Es ist traumhaft. Allein schon hier die Jalousien, ich zeig's mal gerade. Das sieht aus wie Leder, oder? Kann das sein? Queste sono tutte elettriche, vengono. Queste sono in pelle, proprio fatte. Ist Leder. Ist Leder. Die Jalousien sind aus Leder. Ja. Ogni tipo di scelta e di colore è stato fatto in armonia, das, diciamo, con l'architetto e sotto i desideri dell'armatore. Ja, das sind die Dinge, die der Architekt mit dem Besitzer dann zusammen aussuchen. Ja. Die Farben, die Qualität. Guck mal hier, die Heizungssteuerung. Was ist hier für eine Heizung eingebaut? Che tipo di riscaldamento ha questa? E questo ha un impianto, diciamo, fatto apposta per le imbarcazioni. Utilizziamo l'acqua del mare per raffreddare e riscaldare, diciamo, l'imbarcazione. Diciamo, tutto parte dal pescare l'acqua del mare e trattiamo questo come Also eine spezifische Produktion, also man benutzt das Wasser, das Meereswasser, sowohl zum Kälten, also sowohl zum Sommer. Ach, eine Wärmepumpe. Und Wärmepumpe, ja. Eine Wärmepumpe, okay. Ja, das heißt, sie nutzen das Meerwasser. Ja. Weil das Meer wird ja auch nicht kälter als X. Das heißt also. Il mare non si raffredda più di tanto, anche l'inverno. Ja, sì, sì. Ja, per cui, genau. Diciamo, abbiamo un'economia, diciamo così, energetica. Ist ökologisch. Und nachhaltig. Ist das cool. Ja, bleibt das Schiff meistens hier liegen oder fahren die Leute auf der ganzen Welt? Rimane spesso qui in zona oppure viaggiano in tutto il mondo? No, diciamo che è una barca che gira molto il Mediterraneo. Also diese hier bleibt vor allem im Mittelmeerraum. So, wollen wir mal ein bisschen Werbung machen. Du hast einen ganz, ganz tollen Campingplatz, den du betreust. Wie heißt der? Villaggio dei Fiori. Villaggio dei Fiori, der ist hier in Sanremo und der ist richtig schön. Und das sind alles so Kleinigkeiten, die ich gar nicht erwartet habe. Unter anderem die kleine Esstafel. Ich nehme mal an, der Stein ist echtes Marmor, oder? È marmo vero. È marmo vero, sì, sì. Questo è proprio marmo di Carrara. Aus Carrara. Ist ja klar. La barca viene fatta via Reggio, quindi anche un po' in onore. Dieses Schiff wurde in via Reggio gebaut. Okay, und hier der Boden ist Eiche? Il pavimento? Questo è tech recuperato. Questo è tech... Recycled tech. Smontato da case coloniali dell'isola di Java. Kommt von der Insel aus Java. Aus Java und wurde praktisch recycelt. Genau. Ist altes Teakholz, richtig? Si.
Ok. Questo sempre per dare un tocco ecologico, diciamo, nella costruzione. Ökologisch alles und biologisch auch beizubehalten. Non tagliamo alberi nuovi, ma recuperiamo del tecchio. Keine neuen Bäume, sondern sie sind nachhaltig und benutzen das, was schon vorhanden ist. Ma was ist hier drin, hier unten drunter? Qui dentro cosa ci sarebbe, per esempio? Ah, ci sono sempre, diciamo, contenitori per... Okay, Stauraum. Sì. Stark. So, das heißt also, hier habe ich ganz normale Möbel drin. Ich habe ja kein Gewichtsproblem. Ungefähr das Gewicht von dem Schiff. Quanto pesa denn circa questa nave? Questa nave pesa 120 Tonnellate. 120 Tonnen. 120 Tonnen. Stark. So, das heißt, das kann ja nicht, es kann ja nicht transportiert werden auf der Straße irgendwie. Das wird ja dann auf dem Meer überführt, oder? Non si può trasportare sulla strada, ma via mare, giusto? No, sì, questa qua, yeah. Diciamo, fa solo un piccolo trasporto per strada una volta che è finita dal cantiere di costruzione fino al mare, che sono pochi chilometri, e dopodiché viaggerà sempre solo via mare. Ok, sì. Nur die einige Kilometer von der Werft zum Meer und den Rest fährt das Schiff dann über das Meer. Sag mal, ihr wollt mich alle hier... Was ist das denn hier? Das ist ein riesen Weinschrank. Jawohl. Das ist ja sensationell. Wenn ihr den mal kurz mal aufmacht, bitte, sagen wir es lieb. Si può aprire? Si può aprire, gliela apro dal pannello, sì, sì. Sì, sì. Das ist ja sensationell. Gliela, exzeptionell. Sorry. So, hier kann man noch, die Temperatur kannst du noch regeln. Von drei verschiedenen Bereichen. Ach, die Türen, die kannst du elektrisch öffnen. Le porzioni elettriche, sì, diciamo, ha questo azionamento elettrico e la funzione è quella, se abbiamo del vino prezioso e noleggiamo la barca, possiamo chiudere. Sehr wertvoller Wein, eventuell, falls das Schiff vermietet werden sollte, kann man das oben abschließen, sodass sie nicht an die wertvollen Flaschen drankommen. Okay, das ist ganz wichtig. Man kann es oben abschließen und damit die natürlich nicht rausfallen, hat jede einzelne Flasche hat auch noch eine kleine Sicherung mit drin, siehst du? Also hier, die du dann drin hast. Stark. Man kann jede einzelne Zone extra auch beheizen und so weiter und so fort. Das sensationellste Oscar, guck mal da oben, das sieht aus wie Star Wars. Guck mal, ist das nicht strange? Darf ich da hoch? Darf ich da hoch? Sag mal, das ist mit Abstand das Schärfste, was ich je gesehen habe. Es ist, gut. Es ist schon wunderschön, ja. Was ist hier drunter? Ist hier eine Dusche oder? Questo glielo facciamo vedere. Questi qua sono. Aspetta, anche qua. Perché elettrico, non mi ricordo. Ist elektrisch. So, ist elektrisch natürlich. Ah, da vorne, da kann man rausgehen. Bisschen. Ah. Warte mal, wie gehen wir raus hier? Surprise. So ein kleiner Raum, da kannst du dich denn alleine mal hinsetzen, Marlene? Genau, wenn ich mich verstecken möchte. Wenn du böse warst, dann kommst du aufs Außendeck. Boah, ist das stark. Guck mal hier, kannst du rausgucken. Damit das natürlich nicht so aneckt, sind hier so kleine Bojen dran. Aus welchem Material ist das Schiff eigentlich gebaut? Di che materiale? Ciao. Di che materiale è fatta la nave? La barca è fatta tutta in vetroresina. Vetroresina, also con... Edelstahl? Nein, Kunststoff. Das ist, Kunststoff? Ja. Ist das Kunststoff? Vetroresina ist tipo... Sì, è... Echt, komplett aus Kunststoff? Vetroresina, sì. Krass. Das ist dieses Material hier. Warte mal, ich zeig das mal gerade. Ach, GFK eventuell. Ja. Ah, glasfaserverstärkter Kunststoff, oder? Genau. Okay, verstehe. So, das ist also hier mit drin. Das heißt, es kann nicht rosten, oder? Non fa ruggine. No, assolutamente no. Absolut nicht. Ah, das ist natürlich ein Riesenvorteil für den Service, oder? È un vantaggio per il servizio. Sì, sì, sì. Perché queste sono barche plananti, cioè raggiunge una certa velocità. Non potremmo farlo se facessimo la barca in acciaio. Also könnte nicht anders sein, weil je schwerer das Material wird, desto langsamer wird das Schiff. Insofern es ist ein ziemlich leichter wegen der Geschwindigkeit. Gott, ist aber kein Gleiter, oder? Ist ein Glisspal, le bateau. Il Glispa, no? No, Glispa. No. Il Glispa gli ha plende sistemi, ci sono due sistemi di stabilizzazione a bordo.
Okay, damit es ja nicht wankt, oder wie? Genau, richtig. Okay, krass. Und die Motorleistung, was kann der Motor so? I motori sono quattro motori. Da 1000 cavalli l'uno per un totale di potenza di 4000 cavalli. 4000 PS. 4000 PS. Und der Verbrauch pro Stunde, was braucht? Quanto consuma ora? Questa barca ha dei consumi eccezionali per la sua categoria, è una barca che allora, velocità di dislocamento, quindi a 10 nodi con 10 Knoten ungefähr. 10 nodi consuma circa 130-140 litri ora. 130-140 litri di stunde. Diesel. Diesel, sì. E se invece andiamo a velocità di crociera più elevata, fino a un massimo di 24 nodi, consumiamo 550 litri ora. Also maximum ist 24 Knoten die Stunde und dann sind wir bei 550 Liter Stunden. Pro Stunde, also wie eine gute Diesellok. Come un locomotore a diesel. Però sono dei consumi eccezionali per questa categoria. Aber für diese Kategorie absolut ganz niedrig. Ganz wenig, okay. Ja. Stark. So. So, wir schauen mal ganz kurz hier rein. Marlene, hier ist nochmal ein Gästeklo, ja, nehme ich an. Ja. Gäste-Toilette. Ist das krass? Ist schön? Ja, die ist schön. Das Baujahr von dem Schiff hier? Che anno è questa barca? Questa barca qua è del 2021. 2021, also ganz aktuell. Ist das hier so ein Schiff, wo die Leute das sehen und dann sagen, ich möchte genau das haben, in dem Holz, mit der Farbe? Ci sono persone che vedono questa barca e dicono la voglio esattamente identica, stesso legno. Sì, 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 sì. Capita sovente. Ist oft sogar. Marlene, ich habe was gefunden, was identisch ist im Morello. Eine Tecma-Toilette. Das ist ja stark. Ja, das ist das Einzige, was identisch ist, ist die Tecma-Toilette. Das ist so. Stark. So, und das Beste ist natürlich auch das ganze Holz, alles Hochglanz. Tutto lucido. Sì, questi sono cioè i desideri espressi dall'armatore che noi abbiamo soddisfatto tramite l'architetto. So, bitte nochmal der Name von der Werft. Wie heißt die? Come si chiama il cantiere? Il cantiere si chiama, diciamo, la ditta costruttrice per mare e le nostre barche si chiamano Amer Yacht. Also per mare ist die Werft und ihre Yachten heißen Amer Yacht. Sensationell. Hier in Sanremo. So, wir gehen mal raus. Das Coole ist, das hier ist eine von den Küchen oder gibt es mehrere Küchen? Quante cucine ci sono? Questa è la cucina principale e poi c'è una cucina secondaria per l'equipaggio di sotto. Also das ist die Küche, die Hauptküche und unten ist noch eine kleinere für die Mannschaft. Das ist ja klar. Ora stiamo entrando nella zona equipaggio, questa è la zona. Also das ist die Zone, wo die Mannschaft schläft, hier unten. Da unten? Ja. Okay. Das heißt, hier kommt die Mannschaft ist komplett getrennt, oder? L'equipaggio è separato o hanno... L'equipaggio ha la sua zona separata. Hat seine separate Zone. Haben auch Leute, die einen bedienen hier? C'è anche qualcuno che serve. C'è anche qualcuno che serve, natürlich. Certamente. Sì. Nelle sette persone c'è anche qualcuno che serve. In den sieben Personen ist einer, der serviert im Begriff. Stark. Frauen, Männer? Donne e uomini? Sì, sono equipaggi misti sempre. Ja, ist gemischt. Und was machen die Leute, wenn das Schiff jetzt mal nicht in Betrieb ist, die Mannschaft? Cosa fa l'equipaggio quando non navigano? Quando non navigano fanno manutenzione, cioè in questo momento sono tutti in vacanza. Also in diesem Moment sind die alle in Urlaub, aber wenn sie dann wieder zurückkommen, instand setzen, also immer wieder das auf dem neuesten, immer gut zu erhalten. Der Fernseher hat einen Bildschirm, richtig? Oder nicht? Nee, hat er nicht. Questo no, questo è un frigorifero. Sehr cool. Ich liebe diesen LG Signature, der ist sensationell. Also, wenn er unten den Fuß hinhält, dann geht die Tür auch auf. Ah, und auch wieder zu. Sa fermosi? Sa fermosi. Okay, krass. So, und hier, was ist hier? Questi sono frigoriferi. Questi sono differenti perché sono frigoriferi che hanno i motori in sala macchine, quindi qua sono a cella unica e i motori dei frigoriferi. Warte, ich zeig mal grad was. Er hat sogar goldene Cola, hast du gesehen? Ja. Ja. Ich kenne die, ja. Du kennst sie, ja. Okay, das heißt, hier ist so ein bisschen die Vorratskammer, oder? Ja. Okay. Was ist das für eine Flasche? Sasse Kel Butela? La Lagone? Questo è il vino con cola italiano. So, eine kleine Magnum-Flasche. Limited Edition.
C'est super, ça. Oh Gott. Die ist ja riesig. Et là, on a? Et là, là, on a? Qu'est-ce qu'il y a? No, no, rien. Questo okay. È, non okay. C'è niente perché è uno spazio. Ok, ist der Platz, diciamo, der von innen genutzt wird. Sfruttato tutto. Questo è uno spazio tecnico per questa zona qua. Ah. Ist das jetzt ein Standardschiff, was ich wählen kann, ein Standardgrundriss, oder kann der Kunde alles bestimmen? C'è la base sarà per tutti uguali, poi il cliente fa tutti gli interni, diciamo l'esterior. Noi diciamo siamo proprio specializzati nel fare quello che desidera l'armatore, per cui tante volte anche i tagli e questa base che dici viene modificata. Nein, man kann alles schneiden, wie der Kunde es möchte. Also wirklich tailor-made. Also Marlene, hast gehört, du kannst alles hier bestimmen. Klar. So, wir gucken mal gerade, was haben wir denn hier drin? Wir haben natürlich eine Mikrowelle mit drin, eine Kombi-Mikrowelle mit drin, wir haben eine Kaffeemaschine mit drin, die hier vorne direkt mit drin ist. Dann hast du überall grifflose Türen, hier kann man öffnen. Das ist natürlich sensationell, guck mal hier. Das ist eine riesen Glasscheibe und in der Glasscheibe hat man dann so ein Bullauge. Ja, er kann es aufmachen und dann ein bisschen Luft reinlassen, oder? Ja, absolut. Questo è fatto in questo modo perché poi esternamente non si vede, diciamo, la forma dell'oblò, si vede solo vetro, quindi come estetica è... Also estetisch gesehen ist es innen so, draußen sieht man nur Glas. Ach. Okay, verstehe. So, jetzt ist hier noch ein kleiner Fernseher drin, was kann der? Qua c'è questo un televisore, diciamo, per... che ha la funzione anche di telecamere, questo è il e qua c'è tutta l'elettronica di bordo. Qui possiamo fare ogni tipo di cosa. Adesso. Ach so, man sieht auch die Tiefe vom Meer und das alles sieht man, gell? Genau, die ganzen Radar. Qua possiamo fare sia vedere la navigazione che il quadro elettrico, quindi tutte le varie funzioni. Also die ganzen Funktionen vom Schiff kann man hier kontrollieren. So, das heißt also, die Crew ist ja so fit. Das heißt, ich sehe jetzt gerade, wo ich bin, richtig? Ja, das so wie esattamente dove siamo. Vediamo che noi siamo qua. Ja, wenn ich hier jetzt tanken gehe, was geht denn hier so rein an Diesel? Se adesso va a fare gasolio, quanti litri stanno in questa barca? In questa barca stanno circa 15.000 litri. 15.000 Liter. 15.000, das heißt einmal voll tanken 30.000 Euro. Quanto costa? Circa 30.000 Euro. Oggi sono circa 2 Euro, per cui sì, esattamente. Das langt aber ein bisschen, oder? Per un po' è sufficiente. Per un po' è sufficiente, sì. Weit kommt man damit? Quanto si può navigare all'incirca con un pieno? Dipende dalla velocità di navigazione. Diciamo, se andiamo piano, se andiamo a una velocità di dislocamento di 10-11 nodi, questa barca qua naviga, considerando che consuma, diciamo che fa più di 1000 miglia, può fare il giro dell'Italia e torna indietro per un pezzettino. Also mehr als 1000 Meilen, wenn man mit 10-11 Knoten fährt und man kann einmal damit ganz Italien umrunden und die Hälfte fast wieder zurück. Ist sehr ökologisch. Du bist so ein Schatz, dass du uns das hier das möglich gemacht hast. Das ist so sensationell. Ich habe sowas noch nie gesehen. Hast du das schon gesehen? Nein. Luxusjacht an Bord, ja, das ist cool. Guck mal, hier im Backofen hast du natürlich mit drin. Und zwar nicht der kleinste, das ist ein großer Backofen. È molto grande come forno. Per contenere, diciamo, dei pesci di grossa taglia. Das ist für große Fische. Habt ihr auch einen Koch an Bord? C'è anche un cuoco a bordo, uno chef. C'è anche un cuoco a bordo, ja. Sì, sempre nelle 7 Immer, persone. Immer, in den 7 Personen ist alles mit dabei. Und der kann auch kochen? E lui ovviamente sa cucinare. E lui ovviamente sa cucinare. Okay. So, die Kaffeemaschine darf natürlich auch nicht fehlen, De'Longhi. So, wir gehen mal runter, das ist stark. Was ist hier dahinter, hinter dem Bonaparte? Das ist ein Technico, glielo faccio vedere. Ja, so ein kleines bisschen Technik dahinter. Ach, guck mal hier, das Computersystem. Ordinator? Okay. Dann Eutelsat. Okay, Internet, c'est possible? Internet ist possible, si. Toute la journée. Si. Okay, also die ganze Zeit hat er auch Internet. Tu travailles aussi avec Space Link déjà?
No, non ancora. No, ancora. Parce que ça, ça c'est aussi sta arrivando, sì. Sì, gibt's jetzt auch mit Starlink. Du kannst Starlink von Musk kannst du jetzt auf der See haben. Proprio è appena uscito, per cui ci stiamo. Haben wir schon gezeigt im Wohnmobil. Ah, l'hanno già fatto vedere nei camp. Sì, sì, ma anche nelle barche, da quest'anno. Auf den Schiffen seit dieses Jahr ganz neu. Seit dieses Jahr ganz neu. So, wir gehen mal runter. Marlene, magst du mal vorgehen? Dann habe ich dich ein bisschen erstmal checken. Er checkt. So, er checkt mal ganz kurz. Aber ist das ein cooler Typ, weißt du? Der ist ja ganz dezent, weißt du, gar nicht so etipetiert. Nein, nee. Absolut nicht. Absolut. Und geht's? War er noch nie? War er noch nie? War also. Noch nie. Warte, ich zeig mal hier auch. Der Kaffee ist natürlich von Pellini. Luxury Coffee. Aber ist das dann normal? Wir können runtergehen. Wir können runtergehen. Sehr schön. Geht mal vor. Ja. Ihr könnt alle gerne mal vorgehen. Dann komme ich zum Schluss. Alles kann man natürlich hier abschließen. Alles ist hier verschließbar. Mit Haushaltsschlössern. Boah, jetzt geht es hier mehrere Stufen runter. Ja, das ist Wahnsinn. Wie hoch ist das überhaupt? Quanto è alta, Dodo? L'altezza da qui a su? Circa? Di ogni livello? Mm-hmm. Sono circa 2,05 m, 2,10 m a seconda degli ambienti. 2,10 m circa. Je nach ambiente. Hm? Ist das hier echt? Also wir sind auf dem Schiff gerade. Ja, wir sind auf einem Schiff. Non ci credo di essere su una barca. Und das hier sind so die einfachen Räume für das sind die einfachen Räume für das Personal. Mhm. Ja, da kann man ihre, ihre kleine Küche, sie haben ihre Waschmaschine, Trockner, alles, ja. Und was lernen die Leute, die hier zum Beispiel zur See fahren? Das sind alles Seeleute, das kann man lernen hier? Die Marinai, praticamente. Questa è la zona equipaggio, per cui qui abbiamo la cabina del comandante, der Kapitän mit seinem Privatbad. Also, der Kapitän hat ein eigenes Bad? Genau. Okay. Wie alt ist der Kapitän? Quanti anni ha il capitano? Il capitano ha circa 45 anni. 45 Jahre circa. 45 Jahre. Ist das schön für den? Ist das so ein kleines bisschen wie Lufthansa-Pilot hier? Ich bin ein Pilot, aereo, ja, absolut. Guck mal hier, wie das alles verarbeitet ist hier. Guck mal, es ist alles perfekt, oder? È tutto perfetto, dice. Ogni angolo ricercato. Und das Wasservolumen, was hat man hier an Bord an Frischwasser? L'acqua sono 3000 litri, ma poi abbiamo dei dissalatori che permettono di tenerla sempre, diciamo, sempre pieno. Also 3000 Liter normal, aber sie haben auch Entsalzer, insofern. Achso, das geht auch die ganze Zeit. Also stark. Und hier, der Kapitän hat natürlich jederzeit auch hier SIM-Rad, Kontrolle. Ja. Kann also draufgehen. Al controllo della barca, anche da qui. Al furono. Anche lì ho visto. Auch da ist noch einer. Also jede Ecke ist praktisch die Kontrolle vom Schiff. Überall? Ja, in jeder Ecke. Okay. Stark. So, der Oskar sitzt mal ganz kurz hier auf einer kleinen Stufe. Das ist. Also, ja. Dodo. Si. Incroyable. C'est super. Et les gens qui sont la première fois ici, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils restent étonnés. C'est impressionnant. Ouais. Guck mal hier vorne. Damit natürlich auch die ganzen. Ja, questa è una macchina per stirare. Genau, die ganze Bettwäsche muss natürlich auch gemangelt werden. Genau, richtig. Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Warte, ich gehe mal kurz herum. Arma 120. Und mit privatem Bad wieder. Mit privatem Bad. Kabine. Ganz ehrlich, das würde mir jetzt sogar schon genügen, wenn ich ganz ehrlich bin. Wenn ich hier abends schlafen würde. Kannst ja mal arbeiten, kannst ja anheuern. Kannst du anheuern, ja. Und dann fange ich mal. Das Problem ist, da müsste ich mal richtig arbeiten, ja. Warte mal gerade. Also jede Kabine hat sein eigenes Bad. Jede Kabine hat ein eigenes Bad. Ja. Das ist stark. Und das sind ganz normale Haushaltsappliances, die man hier hat. Das heißt auch Türen und so weiter. Alles mit drei Scharnieren. Also das heißt auch, die ganzen Beschläge sind richtig genial, oder? Die sind halt für die Schiffe auch gemacht, damit sie auch nicht Krach machen und so weiter. Hm? Guck mal hier, die kleine Küche, grifflos natürlich, auch unten. Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, dass man sie unten ein bisschen einfacher macht. Aber nein, sie machen es in der gleichen Qualität wie oben, oder? Pensavano che la parte dell'equipaggio fosse più semplice. Invece no, è stato utilizzato proprio il lusso, diciamo. Gibt es auch Kunden, die selber steuern eigentlich? Ci sono anche clienti che sanno comandare la propria barca. Assolutamente. Ja, ganz, ja, absolut.
So, Miele Professional, das heißt, die Spannung hier sind 400 Volt an Bord, oder? 400 Watt, konnte er. Ja. 380 Watt. 380, ja. 380 Volt, Starkstrom. Ja. Ja. Wie wird der Strom generiert? Come si genera il motore? La corrente, ci sono a bordo, abbiamo due generatori. Zwei Generatoren sind an Bord. Uno fa da sicurezza all'altro, perché un generatore dà energia a tutta la barca. Also zwei, weil einer unterstützt den anderen eventuell. Mhm. Also falls er mal ausfällt. Genau, und somit hat das Schiff immer Strom. Also es ist noch mein Raum, also ja, ein Badezimmer. Ein Badezimmer mit drin. Große Kleiderschränke sind mit drin. Das heißt, die sind jetzt in Urlaub. Und ist die Crew, die Crew ist immer bereit? Kann man das so sagen? La Crew ist sempre disponibile, ja. La Crew ist sempre disponibile, ja. Sì. Immer? Sì. Okay. Sì. Considera che questo spazio è anche fatto perché alcuni armatori desiderano restare più riservati e quindi tante volte l'equipaggio deve stare qua e, e non può girare a seconda di se l'affittano, a seconda di chi fa il charter. Natürlich, das Ganze muss separat sein vom Rest des Schiffes, weil manchmal wird das auch vermietet oder die Besitzer möchten privé bleiben, sodass sie sie nicht stören. Also insofern brauchen sie den Raum. Jetzt war eine Frage, die leben hier auf dem Schiff auch, die Crew, oder? Dormono qui, vivono qui, il personale. Sì, quando ci sono, vivono qua. Die Crew lebt hier. Und die Nationalität von der Crew ist bunt? Che nazionalità hanno il personale? Sono serbi. Serben. Serben. Ist das so, dass die Serben das oft machen? Ist das sind bekannt? Sono conosciuti per questo. Sì. Ja. Also, okay, krass. Also, ich habe ja keine Ahnung. Das ist das Coole. Okay. Wir sind durch hier unten, frag mal. Qui abbiamo finito. Sì. Okay. Unten ist fertig. Unten fini? Sì. Basi fini. Okay. Wie faccio vedere la zona più nobile? Jetzt kommt die schöne Zeit. Ja, gut, wir wollen ja erstmal so den Spannungsbogen ein bisschen aufrecht halten. Ich gehe mal hoch. Das heißt, Sie kommen hoch, gehen in die Küche. Hier die Tür, wo geht die hin? Questa è una porta di servizio, può aprirla e diciamo deve spingere. Ja. Schieben? Ah, schieben. Warte mal. Okay. Drücken. È una porta nascosta che dall'altra parte non si vede. Versteckte, man sieht es nicht von der anderen Seite. Ach, man sieht es nicht. Nein. Mach mal zu. Tu peux fermer la porte? Nee. Ist das krass? Okay, encore, ouvrir. Wir können hier andersrum. Okay. ich komme noch mal runter, ja. Das ist solo, diciamo, per il servizio dell'equipaggio quando deve rifare le cabine. Wenn Sie die Kabinen sauber machen müssen, gehen Sie dann von hier nach da. Okay, ein Serviceeingang. Ist ein schnellerer Weg. Ah, was starkes. Wir gucken uns das aber gleich mal an. Alle Türen sind beledert hier. Das ist so. Sono tutti in pelle praticamente. Sì, sì, sono. È fatta apposta per essere nascosta quando è chiuso. So dass das versteckt bleibt. Ist das crazy? Cool. Es gibt Geheimnisse auf dem Schiff. Geheimnisse. Okay, so, wir gehen mal raus, damit ihr euch nicht verirrt. Gehen wir jetzt nochmal in den Bereich rein, wo das Steuerbord ist. Oscar, spannend oder langweilig? Beides. Beides. Ich kann dir auch mein Handy geben, dann kannst du vorne ein bisschen Netflix gucken. Oder willst du dabei bleiben? Nein. Nee, warte mal, ich gebe ihm mein Handy. Ist der goldig. Voilà. Gerne. So. Il était un peu ennuyé. Ça, ça arrive, hein? Also ich denke, wenn Oscar mal 30 wird oder 40. Marlene! Star Wars ist echt! Questa è la cabina. Plancia di comando, sì, sì. Comando. Qui abbiamo. Magst du mal? Diciamo, abbiamo più monitor per avere, diciamo, per monitorare più cose nello stesso tempo. Ja, steig mal drauf. Il peut pas naviguer la barca maintenant. Si on veut, oui. Ora è ancorata, diciamo. Im Moment ist sie geankert, aber im Moment ist sie geankert. Also ich beschreibe euch mal gerade, was ich sehe. Man hat hier automatisch Netze mit drin, damit es auch nicht zu heiß wird. Ja. Dann hat man hier ganz große Bildschirme mit drin. Alles ist Touchscreen gesteuert. Touchscreen. Questo è tutto touchscreen, sì.
Touchscreen. Hier vorne hast du Garmin mit drin. Die Volvo Penta Motoren sind sehr leise. Quelli sono i quadri dei motori, quelli che vede. I motori sono Volvo Penta. E sono silenziosi, vero? E sono molto silenziosi. Sind super, super leise. Ja, man will ja auch nicht gestört werden. Warum sind jetzt hier so viele Bildschirme? Perché ci sono tutti questi monitor? Questi monitor ci sono perché in contemporanea possiamo avere sotto controllo più cose. Possiamo avere il navigatore su un monitor, il radar su un altro, l'ecoscandaglio su un altro ancora. Also, dass man verschiedene Sachen auf einen Blick haben kann. Also die Tiefe zum Beispiel, die Position und so weiter. Man kann es auf vier verschiedenen Bildschirmen besser sehen. Jetzt mal eine blöde Frage, wenn ich jetzt hier sitze, ist der Überblick ja vielleicht nicht perfekt, hat man auch Kameras vorne? Ci sono anche delle videocamere davanti, perché se ci sono anche delle videocamere, ci sono anche delle videocamere notturne. Auch nachts. Darf ich die mal sehen? Die Kamera? Possono vedere? Ci proviamo. Probiert mal. Ci proviamo, magari ti chiamo Silvio che lo sa fare meglio di me. Das Überwachungssystem. Die Kamera ist questa. Das ist die Kamera. Das ist die Kamera. Gut, ich muss dazu sagen, er muss auch nicht alles wissen, oder? Das heißt, er verkauft sie ja. Ist er der Chef eigentlich? Er gehört zur Familie, ja. Krass. Er ist der Sohn. Ist der Sohn. Er ist gerade angemacht. Er hat es jetzt gebootet, ja, genau. Dauert ein bisschen. Ja, hat er selber eigentlich einen Führerschein hier für die See? Tu sei comandante, vero, Dodo? Io sono comandante. Ja. Man kann ihn auch buchen. Vorrebbero noleggiare con la barca anche il comandante Dodo, che saresti tu. Ja. Was sensationell ist der kleine Stuhl hier, der sieht aus wie so ein Friseurstuhl. Original wie bei Star Wars. Okay. Original hat er gesagt. Ich wollte schon fragen. Sie ist das Samaspar mit Nose, se paga. Gliela faccio funzionare adesso nel frattempo. Chiede se questo è per tutti uguali o. Questo è regolabile, lo possiamo, a seconda della persona. Ma questo fa parte delle scelte dell'armatore. Sucht immer wieder der Besitzer aus, wie es haben möchte. Die sind alle unterschiedlich, einer nach dem anderen anders. Ja. Okay, das heißt auch das Leder hier. Ist ja. Das hier so ein Standard? Ist das hier so ein Standardsitz aus der Seefahrt? Wahrscheinlich schon, ne? Cioè, noi forniamo la pelle, il tessuto, che come vedi fa pandan con il resto. La mandiamo all'azienda che fa la sedia e la sedia la riveste con la nostra pelle per fare, per dare l'uniformità alla costruzione. Okay, das ganze Leder kommt von ihrer Firma und sie schicken das dann demjenigen, der dann den Sitz erstellte. Und ja, man kann es aussuchen und das wird dann zu Ende assembliert und dann wieder zu Arma geschickt. Okay, ich zeige mal, hier vorne geht es ja noch weiter. Ja. Marlene, das wird auf jeden Fall in die Annalen der... Und das klassische Logbuch liegt auch dort. Wo denn? Wo ist das Logbuch? Hier, das ist das Logbuch. Okay, cool. Dann hast du hier natürlich Funk hat man an Bord. Man hat natürlich auch Funk hat man auch mit dabei. C'è tutto sulla barca, anche satellite, tutto. C'è tutto, sì, per sia televisivo che telefonico. Auch Fernsehen, Telefon und alles. So, und das ist ja ein cooler Sitz, oder? Bella questa. Questa sedia. So, jetzt gehe ich rein. Das Ganze ist hintergrundbeleuchtet. Guck mal hier, der Sitz. Muss nur aufpassen, dass ich hier nicht abstürze. So ist der hier beledert. Und wenn man dann hier sitzt, hat man den Ausblick hier vorne drauf. Es gibt noch einen klassischen Kompass, oder? C'è anche la bussola. La bussola, sì. Questa è obbligatoria di legge. Poi ci sono delle bussole integrate nei pannelli elettronici. Das ist natürlich gesetzlich. Das muss da sein. Aber es gibt dann noch andere im System mittendrin. November Echo Victor Alpha, das ist der Callsign. Ja. Das ist ja sensationell. Dann, das heißt, die Motoren, es gibt auch Motoren, die seitlich navigieren können, oder? Ci sono anche dei motori che navigano in lato, laterale. C'è l'elica di prua che ha questa funzione. Ma considera che questa barca qua ha dei piedi, che ruotano e fanno quindi anche da timone e quindi col joystick noi possiamo fare ogni tipo di manovra. E sie können mit dem Joystick hier vorne praktisch manövrieren, wie sie möchten, nach links, nach rechts, gerade, quer, wie sie wollen. Im Prinzip wie PlayStation, bloß in echt. Come una PlayStation, ma in vero. Come una PlayStation, genau. Qua possiamo spostare la barca e trasliamo direttamente. Sie können seitwärts, vorwärts, wie sie möchten. Mit diesem Joystick. Mit dem Joystick. Ja.
Ci sono, sì, ci sono anche telecamere che controllano assolutamente. Radar, was sehe ich jetzt auf dem Radar? Cosa vede sul radar? Cosa può vedere? Ecco, il radar vede diciamo, sulla base della scala che mette, vede fino a 70 miglia di distanza. Bis 70 Meilen Abstand. 70 Meilen? Bis 70 Meilen, je nach Größe, wie der Kapitän das halt okay. Da, das heißt, das Schiff funkt ja auch ein Funksignal an andere Schiffe, also so ein Beacon, oder? Certamente collegata, che le altre navi la vedono. È collegata, sì, con degli allarmi che ti segnalano anche, man mano che ci avviciniamo alle altre navi. Die Positionen von den anderen Schiffen. Kann das Schiff sinken? Potrebbe affondare la barca. Se viene colpita, diciamo, ogni cosa è affondabile. Könnte, alles kann man versinken. Ist das sicher? È sicura. È sicurissima. Absolut sicher. Okay. Absolut sicher. Okay. Das heißt, wenn es jetzt zum Beispiel eine Beschädigung an einer Seite gäbe, gibt es da verschiedene Zonen in dem Schiff, sodass das nicht direkt vorlaufen kann? Se viene colpita, venisse colpita la barca, ci sono. Se venisse colpita, ci sono un sacco di sistemi di sicurezza, di reparti stagni. Sono previsti, ci cioè sono delle garanzie anticollisione. Es gibt auch Antikollisions. Echt? Gibt's ja. auch? Ja. Okay, krass. Ja. Sì. Ja. Es gibt kein Beiboot, oder? C'è anche una barca, un tender? Ci sono, sì, ja. c'è un gibt's tender. Auch? C'è ja. una moto okay. d'acqua. Es gibt auch ein Ski, also kleine Wasser. Wasserski. Jetski. So, komm, wir gehen mal hoch. Oskar, macht mal. Allein hier die Treppe. L'escalier, alles ist hier außergewöhnlich. Edelstahl. Das hier ist auch Teak. Teak? Teak e acciaio, sì. So, dann. Ich habe gehört, alles was rund ist, ist teuer. Also wenn ich jetzt hier so ein Fenster sehe. Lui ha sentito dire che tutto ciò che è rotondo è molto caro. Quindi se vede quella finestra. Sì. Ha sentito dire bene. Hast richtig gehört. Hast richtig gehört. So, komm, wir gehen mal raus. Wow! Wow! Das heißt, also man steuert das nur da unten, wenn schlechtes Wetter ist, oder wie? Di sotto stanno solo se il tempo è brutto, perché ovviamente... Di sotto stanno solo se il tempo è brutto. Qui è tutto ripetuto. Das abbiamo, ist nochmal das verdoppelt, also. Sì. Die zweite... Leck mich fett, das gibt's doch nicht. Ist das krass! An der frischen Luft ist natürlich schöner. Ja klar, ist schöner. Und guck mal hier, die kleine Outdoor-Küche. Die ist wahrscheinlich hinter dir. Marlene, ist das nicht krass? Das ist, ja, das ist mega. Ich will sowas haben. Ja, das ist der dritte Tisch, ne? Sven, der dritte Tisch. Der dritte Tisch, warte, ich komme gerade. Anche qui, assolutamente, sempre tutto scelto dall'armatore. Alles von dem Besitzer ausgesucht worden. Die ganze Ausstattung, die setzen sich mit dem Architekten zusammen und er darf aussuchen, was er möchte. Insofern ist jedes Schiff anders als das andere, also jedes einzelne. Ach, da vorne ist eine Bar? Ja. Ach, da ist eine Bar drin. Und hier vorne ist eine Outdoor-Küche. Outdoor-Kitchen? Questa è un'altra cucina, sì. Ja, das ist natürlich eine Outdoor-Küche. Unten drunter, tu peux ouvrir ça? Pour moi? Tschüss, pour moi. Nur mal, kann man aufmachen. So, ein bisschen Wasser noch drin. Da vorne noch ein paar Schwimmwesten. Und wer macht das Holz und die Möbel? Wer baut das? Die Möbel, die fate voi. Qui è fatto tutto su designer. Okay, kleiner Kühlschrank. So, der hängt jetzt hier fest am Stromnetz dran, oder wenn er dran? Adesso siamo fissi alla corrente del porto. Ora siamo ormeggiati. Und die Leistung vom Stromnetz, die man hier anschließen kann von außen? Quant'è la corrente che si può prendere La, qui è trifase, 380 volt, l'amperaggio non me lo ricordo. Wie viel? 380 volt, un wie viel ampere können rein? Quanti ampere non... L'amperaggio su questo pontile non mi ricordo quanto c'è. Te lo ricordi Silvio, quant'è? Mi sembra che sia 100, ti direi 125 ampere. Er schätzt um die 125 ampere. 125 ampere, drei Phasen. Ja, das ist ja im Prinzip ein Haus, was ich hier versorge, komplett. Ja. Una casa che sta praticamente, ja. So, jetzt gehen wir mal kurz hier rum. Da ist die Bar. Alles ist Hochglanz. Ist das auch haltbar, wenn jetzt hier Seewasser und so weiter? È fatto anche ovviamente per navigare, quindi anche se arriva mare si mantiene bene. Absolut, ja. Hier sieht man auch, wenn irgendwas nicht perfekt ist, ja, da oben, ja, dann fängt das an zu rosten, weil das Seewasser ist ja überall und hier auch das Material ist auch GFK, oder? Questo è anche tutto vetro resina? Questo è tutto vetro resina, sì.
Toilette. Ist das krass. So, und jetzt hier, was ist hier, ein Jacuzzi? Gli chiedo scusa se è chiusa, è una jacuzzi. Ist, sì, ein Jacuzzi. Ist, echt? Ja. Ich habe es ja nur vermutet, aber... Nein, ist einer von den zwei. Aus er hat zwei? Ja. Adesso okay. Facciamo vedere la seconda, che è verso prua. So, wir gehen mal kurz da vorne hin. Eine andere? Marlene, also wenn du mal Lust hast und... das Problem ist, ich krieg dich nie wieder in den Morello rein ab jetzt. Okay. Zweiter Jacuzzi ist vorne und das hat die Firma gebaut, Amar. Ciao, ciao. Je pense que elle veut rester ici. C'est pas grave. On l'accueille. Ciao, ciao. Et tous les bateaux sont immatriculés où? A seconda dell'armatore, diciamo. Der Besitzer, die Flagge. Meistens wo? In generale, cioè la maggior parte. In generale sono sì, o bandiere italiane, francesi, inglesi. Engländer. Dipende. Ist ganz unterschiedlich. So, es kommt noch viel besser. Wir gehen gleich noch runter. Ihr habt noch gar nichts gesehen. Denn hier vorne geht es nämlich aufs Vorderdeck. Und hier kann man nämlich, Marlene, du musst das gucken. Du kannst dir quasi wie bei Titanic da vorne den Fahrtwind um die Ohren wehen lassen. Da ist der zweite Jacuzzi. Questa è un'altra vasca, questa l'abbiamo generata noi, l'abbiamo fatta noi. Haben Sie realisiert, also designt, das ist eine Ihre Ideen von Amar. So, wenn jetzt ein bisschen Seegang kommt, dann könnte es rausschwappen, oder? Se c'è un po' di mare mosso, potrebbe fuoriuscire l'acqua. Se c'è un po' di mare mosso, potrebbe fuoriuscire l'acqua, ma quando viene usata la jacuzzi, ci sono anche i sistemi di stabilizzazione, per cui anche con un po' di mare la barca rimane sempre livellata, diciamo. Es wackelt nicht. Die Stabilisatoren bleiben sie praktisch, auch eben, auch wenn ein bisschen Seegang ist. Echt? Ja. Okay. Das Stabilisatore. Die. Sì. Okay. Und da vorne ist der Anker? E davanti c'è la prua, l'ancora. L'ancora, sì, con le due ancore. Zwei Ancore. Elektrisch? Elektrische, elettrica. È un sistema elettrico, ja. Sì. È in trifase anche quello. Auch drei Phasen. So, drei Phasen elektrisch, Maxwell. Ich glaube, allein der Anker kostet so viel wie mein Wohnmobil. Quanto costerà un ancora così? No, no, lui dice che costerebbe quasi quanto il suo camper, secondo no, lui. No, 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 no. Vabbè, comunque il sistema di ancoraggio è un sistema importante della barca. Es ist ein sehr wichtiger Punkt, muss hundertprozentig, also sehr gut funktionieren natürlich. Boah, hier ist das Wetter ja immer schön. Was ist noch ein schöner Hafen? Was kann er so empfehlen? Che porti potresti consigliare? I porti più famosi qua del Mediterraneo sono Capri, Cannes, Saint-Tropez, poi ci sono un sacco di altri porti in giro. La barca per esempio sta molto in Montenegro, per cui Tivat è un altro bel posto. Tivat, sì, Tivat ist Montenegro, da ankert das Schiff oft auch. So, ich nehme an, die Leute abends, die fahren dann auch mal raus. Liegt das meistens im Hafen oder liegt das schon mal draußen auf der See und mit dem Beiboot? Rimangono spesso dentro il porto oppure anche fuori e usano il tender? No, la barca durante l'estate, durante l'utilizzo estivo, viene tenuta molto all'ancora e poi si usano i tender. Ja, also die bleibt oft draußen im Sommer. Im Meer, ja, und dann nutzen sie den. Das Beiboot. Okay, man kann auch direkt baden. Hat man auch einen Arzt an Bord? C'è anche un medico a bordo. No. Ja, erste Hilfe, ja. Aber sonst für Schiffe, die größer sind. So, könnt ihr euch mal da hinsetzen, bitte, ihr beide? Denn das hier ist ein optimales Startbild, glaube ich, was ich hier wählen könnte. Das ist vielleicht mal direkt mal neben den Oscar. Ich muss mal so tun. Du kennst doch immer diese Instagram-Fotos, wo Leute sich ein Flugzeug mieten oder eine Attrappe, um so zu tun, als würden sie da sitzen. Und jetzt könnte ich das Ganze ja mal in echt machen. Also vielleicht, liebe Zuschauer, es ist nicht mein Boot, so wie kann ich euch sagen. So, und das ist wirklich sehr schick. Und hier vorne sieht man auch, das ist jetzt hier geschlossen. Man hat natürlich Scheibenwischer. Ci sono ovviamente anche tergicristalli. Sì. So, Scheibenwischer hat man. Und dann, wenn es dann Abend wird, hier vorne hat man noch eine Kamera, nehme ich an, oder? Um noch. Telecamera per la notte, c'è la luce. Quella è la telecamera, il visore notturno che ti dicevo. Das ist die Kamera, die in der Nacht funktioniert. Okay, das heißt, die kann sich um 360 Grad drehen, er kann alles sehen. Può girare a 360 gradi. 360 gradi, sì, serve anche per cercare un uomo in mare. Auch wenn man jemanden sucht, falls jemand über Bord fällt, suchen sie ihn mit der Kamera.
Also ich habe ja noch nicht viele Schiffe gesehen, aber das hier ist so sensationell. Das ist so schön. Ne, già viste tante, ma questo è spettacolare. Okay, super. Komm, wir gehen mal. Es wird jetzt Abend, Marlene. Der Koch hat etwas vorbereitet für uns. Und wir können dann quasi nochmal, gehen dann hier runter. Ich zeige das mal gerade, dass ihr das mal seht. Und gehen jetzt so mal 10 Meter runter, gefühlt. Alles natürlich hier echtes Teakholz. Jetzt weiß ich auch, warum man die Schuhe ausziehen muss. Mais maintenant, je sais pourquoi il faut les chaussures enlever. Oui. Das ist... Tu as beaucoup de clients français? Hai tanti clienti francesi? Ho tanti clienti francesi. Ja, ganz viele. Ganz viele, so. Hat er den Fernseher rausgefahren? Hai fatto uscire il televisore. Echt, der ist in der Decke drin. Jawohl. Die ganze Tür ist geöffnet jetzt. Ne? Die ganze Tür ist jetzt geöffnet? Ja. So, der kleine Subwoofer hier, guck mal. Ja. Sound. Es ist eine Disco. Ah, tu peux tourner la télé? Ja. Si, si. Si, si, per vedere anche di show. Du kannst von allen Seiten. E come ça marche? Pour tourner? C'è, diciamo, un sistema di domotica. Adesso io per fare più velocemente, io lo faccio di qua. Wow. Elektrisch. Leck mich fett. Es ist so geil. Weil ich muss ja auf jedes Gramm Gewicht achten bei mir, ja. Hier muss ja auf nichts achten. Alles ist hier massive Stahlausführung. Guck mal hier. Notare anche, diciamo, la silenziosità del sistema. Und vor allem, wie leise. Man hört nichts. Nein, null. Ja. Ist das ein Fehler, wenn man was hört? È un errore se si dovesse sentire qualcosa? No, è per te. Diciamo che si cerca sempre di tentare di fare. Darf ich das mal sehen, Giulio? Nein, die kleine Stereoanlage. Das ist aber auch Kundenwunsch. Das heißt, wenn der jetzt hier ein System haben will für eine Million, kriegt er das. Se vuole, dipende dal cliente che cosa richiede, giusto? In questo caso, ja. Sempre tutto su richiesta del cliente. Comunque di solito su quello che sono audio video si tende sempre a dare il massimo. Cioè audio video ist natürlich immer das Beste, was im Moment auf dem Markt ist. Guck mal, Marlene, das hier war die Flasche, mit dem das Schiff hier eingeweiht wurde. Ja. Ist das so, dass die Flaschen immer nicht kaputt gehen? Può essere che quando praticamente inaugurano la nave non quello, si quello, rompe una... è capitato, sì, sono passiert. Sì, è capitato. Ist das schlimm dann, oder? Noi insistiamo fino a che non si rompe. Nein, sie beharren dann, bis es kaputt geht. Okay, ist aber kein Pech dann, oder? Non porta sfortuna se non si rompe. No. Nein. Ja, nein. Und das heißt jetzt zeitgleich, wie viele Boote werden gebaut im Moment? Quante barche state costruendo in questo momento? In questo momento abbiamo 7 barche in costruzione. 7. 7. Im Moment. Wow. Dodo Lafayette. No. No. Okay, wir gehen mal ein bisschen weiter. Den Witz musste, der lag mir so auf der Zunge, den musste ich jetzt nochmal sagen. Nee, ist wirklich sehr, sehr, sehr schön. Also es ist... Dann hier oben überall Bussystem. Ich zeige das mal gerade hier oben. Alle Schalter sind schaltbar. Das bedeutet auch, die Crew kann das Licht auch ein- und ausschalten von überall, oder? L'equipaggio può spegnere, accendere la luce da tutte le parti, praticamente, ja. So, Rauchmelder. Ci sono anche per il fumo. Sì, il lavatore del fumo. Ja. Das gehört alles zum Sicherheitssystem. Zum Sicherheitssystem. Ja. Gibt es hier auch so eine Art TÜV, der die Schiffe abnimmt? Wie funktioniert das? Ja, c'è, diceva se c'è qualcuno che controlla come le macchine, le barche, RINA in Italia. Ah, sì, certo. Ja, in Italien heißt das RINA. RINA. Krass. Das ist der TÜV für die Schiffe. So, das heißt, die Schlafzimmer von den Eignern sind hier unten. Le cabine degli armatori e gli amici. Ora vediamo la cabina dell'armatore che è sul ponte principale. Può andare dritto, di lì può andare. Ganz geradeaus, einfach nur, das ist vom Besitzer das Schlafzimmer. Guck mal hier ein Techno Gym Laufband, Marlene. Das habe ich schon gesehen. Vediamo, di solito si vede la cabina armatore, poi andiamo dagli ospiti. Das war das erste, was ich gesehen habe. Cabina principale di lì. Das ist jetzt die vom Besitzer. Boah, mir fällt einfach nichts mehr ein, weißt du das? Non ho più parole.
Das sind so Parole. Das ist so viel besser als alles, was ich hier gefilmt habe. È meglio di tutto quello che abbia mai filmato nella sua vita. Und das ist noch klein, oder? E questa ancora piccola, nel senso che come grandezza. Ja, ist noch die kleine, eine mittlere. Du hast heute gesagt, warum habe ich im Morello keinen Spiegel? Ja. Ja, da habe ich gesagt, den können wir nochmal reinkleben. Da ist er. Ich zeig's mal. Das heißt, auch hier vorne hast du Schubladen. Man darf die aufmachen? Sie possono aprire le... Ja, ja, mach auf, hat er gesagt. Okay. Und man hat natürlich auch Licht hier, oder? E anche la luce c'è. Anche la luce, gliela accendiamo. Natürlich. So, bisschen Licht haben wir jetzt auch. So, ein kleiner Kleiderschrank, der ist natürlich begehbar. Ja, der ist auch schließbar, denke ich. Das heißt, da kann ich mich auch verstecken. Du hast das Schlafzimmer noch nicht gesehen. Das Schlafzimmer? Wow. Warte mal gerade. Oh mein Gott. Was nochmal bitte sagen? Sag mal. Oh mein Gott. Questa è la cabina principale. Das ist also, wie gesagt, das Schlafzimmer. Das ist ein Fernseher, oder? Denke ich das gerade. È un televisore? Quello è un televisore, nascosto dietro un vetro, sì. Hinter Glas versteckt. Hinter dem Spiegel. Warte, ich muss mal ganz kurz schwenken hier. Weil die Leute werden jetzt Standbilder machen ohne Ende. Das sind wie viele Quadratmeter hat man hier? Quanti metri quadri circa? Mi fa delle domande, mi coglie impreparato. Qua sono, glielo misuriamo all'istante, sono 2,5 m di letto, più sono 3 metri per... circa 6 sono circa una ventina di metri. Circa 20 Quadratmeter. Solo la cabina, poi c'è il bagno. Nur das Schlafzimmer und dann kommt noch das Bad unten. Bleibt mal gerade da stehen, bitte, wo ihr gerade steht. Denn ich muss mal gerade einen Schuss hier reinmachen, dass man das Verhältnis mal der Größe sieht. Denn es gibt noch einen kleinen Sekretär, der hier steht. Der ist hier vorne. Wenn ich denn mal mein Notebook rausholen möchte, kann ich auf die See schauen. Das ist sensationell. Auch hier diese Stühle. Ich meine, die Italiener können ja Möbel bauen, oder? Gli italiani hanno sanno costruire delle dei mobili. Sì. Dann hier der Spiegel. Da ist aber kein Fernseher dahinter, oder? Lì però non c'è il televisore. No, no. Das ist nur damit praktisch symmetrisch. A noi piace la simmetria, quindi sì. Ihnen gefällt diese Symmetrie, deswegen nutzen sie das. So, ich habe ja schon gesehen, es gibt eine Waschmaschine, es gibt einen Trockner. Alle Türen, guck mal, wie hart das hier gebaut ist, wie ganz massiv, ja, das heißt, wenn da Seegang kommt, ja. Sì. Questi hanno anche un sistema diciamo di illuminazione, ti dicono se puoi andare a cedere o meno con dell'illuminazione rossa o verde, se c'è un problema, se c'è un antifumo che si è messo in moto, quindi Das ist dann Sicherheitssystem, wenn es rot ist, hier sind Lichter, sollte man nicht nutzen, das geht dann wird zugesperrt. Und bei grün kann man das benutzen. Es geht aber noch auch von innen. Si apre però da dentro. Eventualmente sì. Sì, 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 sì. Okay, geht. Man sollte es nur nicht benutzen. Okay, krass. Dann hier vorne hast du den Fernseher. Kann er den Fernseher mal anmachen kurz? Si può accendere la TV? No. La TV sì, devo trovare il telecomando giusto, ma ci proviamo. Se è questo, facciamo presto. Silvio, sai qual è il telecomando? È questo, sì. Ey, krass! Guck mal hier, der Fernseher hinter dem Spiegel. Ja, ich frage mich, ist das so schön oben, dass das so rund übergeht, ja? In das Design integriert. Ja, auch. Alles ist so perfekt integriert, dass es richtig Spaß macht. Ja. Gut, bei rund Preissteigerungen, alles wird teurer. Steigen die Preise auch im Moment? I prezzi stanno aumentando in questo momento. I prezzi stanno aumentando, purtroppo sì. Leider ja. Leider ja, das heißt also... DMI, sì. Bisogna mettere... Boah! Das gibt's doch gar nicht. Ça c'est super. Parce que ça gêne pas. Tu vas toujours. Ah, comme des peintures. So, Bilder hat man natürlich mit drin, die kann man einblenden. Ja, die Antennen sind nicht an, aber dafür haben wir jetzt ein kleines, so kleine Gemälde, die man einblenden kann, ist ja klar. Sì, 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 sì. Super. Ich mag hier diese Lampe, die ist so schön. Ja. Die ist so schön und auch die ganze Beleuchtung ist indirekt. Tutta la luce in diretta, sì. Quello che sta riprendendo è l'impianto di aspirazione della barca per la pulizia. Ah, das ist für die... Sì, questo per collegare i tubi e per aspirare un'aspirazione. Ach, da ist ein zentraler Staubsauger drin. Sì. Ein Zentralstaubsauger? Ja.
Mensch, die kommen ja auf alles. So, dann, aber hier so richtig große Fenster zum Öffnen habe ich hier nicht. Das heißt, also das ist ja sicher, denn der Seegang könnte ja hier dagegen schlagen, oder? Ja. Okay, das ist so. Das heißt, also du hast immer eine kleine Luke mit drin. Das ist hier vorne. Das ist eh alles mit Klimaanlage ausgestattet. Mit Klimaanlage. Somfy. Ja. Somfy Dalmagne. So, ich zeig's mal gerade. Liebe Firma Somfy, ihr habt es auch in die größten Luxusjachten geschafft, ja, mit eurer Fernbedienung. Super. Und dann das Bad. Okay. Oh. Ein Bad. Ich wüsste ein Bad. Das heißt, du hast es geteilt, du hast... Eine Divise. Man hat aber keine... Ist das hier eine Sauna? Oder? Una Sauna, okay. Questa è un bagno turco. Ja. Quatsch. Echt? Beides? Hammam. Ah, nein. Ein Hammam. Ja. Das ist eine Sauna. Silvia, du bist total crazy. Was hast du uns hier organisiert? Ja, das ist... Du hast mich nach dem Besten gefragt. Das Beste vom Moment. Die werden hier gebaut in... Ja. Echt? Ja. Krass. Es ist eine Nische, eine Luxusnische. Und sie haben weltweit viele Prämien bekommen in den letzten Jahren. Die sind wirklich toll. Das ist wirklich. Auch das Design, ne, das italienische Design ist sehr beliebt. Ich bin ganz, also hier vorne hast du dann die Toilette, ein Bidet ist mit dabei. Du kannst natürlich hier zumachen. Du hast zwei große Waschbecken. Die Spiegel sind indirekt beleuchtet. Oh. Che Pivoa, komm auch so mal. Das ist natürlich, wenn man sich mal rasieren möchte, das Ganze. Marlene, dein Fazit? Ist das ein gutes Bad? Ja, du könntest unseres genauso mal einrichten. Du hast ja so recht. Das ist hier mit, avec la combination entre blanc et oui, mais ça c'est super parce que ça agrandire les passe beaucoup, hein? Avec les couleurs. Also das erweitert den Raum unglaublich. Und hier oben, das ist auch Leder hier. Ça c'est cuir? Ça c'est cuir. Das ist auch Leder. Si. Boah, das fühlt sich so toll an. Si. Und ungefähr die Lebensdauer von so einer Yacht, bevor die innen umgebaut wird. Quanto dura una nave, cioè gli arredamenti d'interno, quanto possono durare prima di ricambiarli? Guarda, l'unica ragione per cambiare gli interni, cioè a meno che non passano 25-30 anni, è solo quella che magari diciamo l'acquirente successivo non desideri quel tipo di interni e voglia cambiare il gusto. Also, nur falls das Schiff verkauft wird und der neue Besitzer ist nicht mehr. Also, der will was anderes. Ansonsten, Lebensdauer ist unendlich. Unendlich, ja. Dura una senza termine. 25, 30 Jahre auf jeden Fall. Das älteste Schiff, was sie haben, wie alt ist das, das noch fährt? Quanti anni ha la barca più vecchia che avete? La barca più vecchia che abbiamo costruito, diciamo, l'abbiamo fatta nel 83. 83. 83 Jahre? Nein, 1983. 1983, okay, also fast 40 Jahre, über 40 Jahre, 41 Jahre, Wahnsinn. Die Kunden, die das hier kaufen, das sind ja wahrscheinlich Leute, die hart arbeiten, oder? Che comprano queste barche sono gente che lavora sodo. Sono gente che lavora sodo. Ja, richtig. Meistens Unternehmer. Sono industriali. Ja, Unternehmer. Unternehmer, die da sind, die sich auch mal was leisten. Wertanlage Schiff. Also kann man... Anche come investimento. Una nave può essere un investimento. Una nave può essere un investimento, sì. Weil es wird ja auch der Wert, der steigert sich. Das heißt, in questo momento è un bel investimento. Ja, in diesem Moment ist ein super Investment. Chi ha comprato negli ultimi due anni ha fatto sicuramente buoni affari. Also wer in den letzten zwei Jahren ein Schiff gekauft hat, hat sicherlich ein Investment gemacht. Es kommt noch besser. Ja. Man hat ja 5 Schlafzimmer, richtig? Ci sono 5 cabine, quindi. Ci sono 5 cabine, ne abbiamo visto una, ora vi mostro le altre 4. Wir haben jetzt die große gesehen, wir schauen jetzt uns die nächsten 4 an. Sag mal, wenn man hier Spaß hat, hier wackelt nichts, oder? Qui non si muove nulla. Qui non si muove nulla. Nein. Qua siamo anche in porto. Wir sind auch hier im Hafen, also wir ankern gerade, also insofern. Ich habe mich nicht verstanden, aber es ist nicht so schlimm. Okay. Ja, ich frage immer so blöde Fragen. So. Großer Kleiderschrank. Ah, der ist auch. So, ich zeige mal gerade die kleine Liege hier. So, die ist hier vorne.
Da ist die kleine Liege. Es bewegt sich nicht. Ich kann es bewegt sich nicht. Okay. Ja, das ist immer das Problem, so ein Wohnmobil. Großes Problem. Und übrigens, da ist jetzt die Tür, richtig? Da ist die Tür. Alles ist beledert. Hola. Buongiorno. Wer ist er? Er ist von dir? Hast du ihn employé de toi? Ça, c'est un employé, si. Un employé. Et il fait quoi ici? Il nous aide si on a besoin de quelque chose. Also, er hilft, wenn er mal irgendwas braucht und so weiter. Er ist da. Dann hat man links und rechts zwei identische Schlafzimmer. Das sieht aus, als wären da mit den Spiegel drin. Die sind vollkommen identisch. C'è preceduto. Sono le due verso poppa sono speculare identiche. Queste due erano identiche, ma l'armatore ci ha fatto già trasformare questa cabina con una piccola modifica che ora vi spiego. Oh, ist das so? Quelle due lì sono identiche. Identisch. Das waren die zwei kleineren genauso, aber der Besitzer wollte eine umändern. Das wird er gleich zeigen. So, was krass ist. Der Besitzer könnte jeden Tag woanders schlafen und er hat immer noch ein Top-Schlafzimmer, ne? Absolut. Il proprietario potrebbe dormire in un'altra delle camere. Sì. Also, guck mal hier, Marlene, komm mal rein. Schlafzimmer. Oh, wow. Fernseher. Ja. Schrank. Wie in einem Hotel, ne? Wie im Hotel. Ja. Ist das so, dass die Leute sich auch mal treffen für Geschäftstermine hier und das hier besprechen auf dem Boot, wenn die sich mit anderen Geschäftspartnern treffen? Potrebbe anche essere che si incontrano con altri uomini di per lavoro. Sì. Ja. Sì. Da gibt's dann was zu essen, bisschen Wein. Mangiare, vino, absolut, ja. Sì. Ist das ein Problem im Moment, dass man an bestimmte Staaten nicht verkaufen darf? Im Moment ist das ein großes Problem? Ein Problem, di vendere alcuni stati in questo momento? O? No, in questo momento c'è il problema più sulla reperibilità dei materiali e sulla manodopera per costruire le barche che non per venderle. Das Problem ist jetzt nicht verkaufen, sondern das Material zu bekommen und genug Mitarbeiter, um das Schiff zu Ende zu bauen. Ist das ein Problem, die Mitarbeiter? Ja. Ja. Überall. So, und das ist das zweite Schlafzimmer, was man drin hat. Alle natürlich mit Seeblick. Was suchen Sie denn im Moment für? So, also wenn ihr noch Lust habt, hier zu arbeiten und ihr könnt das alles, was hier gefordert wird, wahrscheinlich Holz und alle handwerklichen Berufe, die da sind, ruhig mal bewerben. Das ist ein cooler Job. Das ist hier, guck mal, allein schon hier. Ah, ça c'est fermé? Sì, no, è tutto, diciamo, sempre sotto. Magnet. Okay, mit Magnet ziemlich fest. Ich zeige mal gerade die kleine Stereoanlage hier um die Ecke, dass man die mal sieht. Ça c'est pour la télé? Pour le son? Ça c'est pour la, si, c'est pour la télé, pour l'audio video. Also für Audio und Video. Für den aber. Même le bois du déport. Ça c'est. Tu fais comme ça? Tu aimes ça? La qualité, le finish ici? Falli notare che ci sono parti verniciate lucide e parte verniciate satinate. Ach so, das ist manche sind Satin und manche ist glänzend. Diciamo, und das hat der Besitzer ausgesucht mit dem Architekt. Im Moment ist der Trend ja helles Holz, frage ich mal. In questo momento è di moda il chiaro, legno chiaro. In questo momento è di moda il chiaro, sì. Aber das kommt und geht. Però vai viene, cioè cambia. Vai viene, sì, sì. Wenn ihr habt aber kein Schiff, was ihr mal auf Lager baut, zum Beispiel für eine Messe, für die Boote oder so? Non costruite barche per tenerle lì per qualche fiera. Di solito no, facciamo pochi pezzi, gli armatori ce li imprestano, concordiamo con loro di portarle alle fiere, ma appartengono sempre a un armatore, le barche che costruiamo. Sie bauen wenige Schiffe, hochwertige, und sie fragen den Besitzer, ob sie das also zum schauen. Ist das hier Mundpropaganda? Wie läuft hier? Com'è la pubblicità? Parola passaparola. Diciamo, noi lavoriamo molto col passaparola. Ja, sì, wir arbeiten sehr viel mit Mundpropaganda. Leck mich! Guck mal hier vorne. Da ist schon wieder, darf ich das mal zeigen? Eine ganz kleine Regendusche drin. Die ist so genial hier oben eingefasst. Auch Hammam. Ja. No. Also kein Hammam. Aber das Coole ist, wenn ich. Ich kann mich hier hinsetzen, das heißt, wenn ich mal nicht mehr gut zu Fuß bin und so weiter, kann ich das machen. Posso sedere quando uno è stanco, fare la doccia seduto.
Gibt es Leute, die nicht gut gehen können? Was ist das Thema Barrierefreiheit? Gibt es da schon mal eine Frage? Ci sono persone che non possono muoversi bene e quindi magari con anche una sedia a rotelle, eccetera. Diciamo sì. A noi per ora non è ancora capitato di costruire una barca, ma ne saremmo orgogliosi e fieri di fare una barca. Sì, per sie haben noch keine gebaut, aber sie würden gerne, wenn ein Unternehmer das machen haben möchte, würden sie es gerne produzieren. Okay, das heißt, der Aufzug wäre auch kein Problem? Nein, anche la un ascensore in una barca. Facciamo tutto per lui, diciamo, sì, sia dei sistemi di elevazione per collegare i piani, sia una passerella più larga per entrare a bordo, sia mantenere lo stesso livello senza fare scalini. Yeah. So, wenn ich jetzt von hier nach Nizza fahre, wie lange brauche ich? Quanto ci vuole da qui a Nizza con una barca così? Da qui a Nizza ci vogliono un po' meno di un paio d'ore. Weniger als? Ein paar Stunden. Ein paar Stunden. Per la verità ci vuole, scusami, un'ora e quarto. Eine Stunde, 15 Minuten zur Genauigkeit. Die Bordspannung kann gewählt werden, 110 Volt, 230? Si può scegliere quanti Volt, 110 o 2. Si può scegliere tutto, certo, a seconda di dove poi deve navigare la barca. Je nachdem, wo das Schiff unterwegs ist. Okay, das heißt also, gehen auch einige Schiffe nach Amerika an der amerikanische Eigner? Ci sono anche degli americani come proprietari? Ne abbiamo avuti, non tantissimi. Noi prediligiamo mantenere, diciamo, la nostra costruzione per il mare Mediterraneo, ma siamo ovviamente aperti a qualsiasi vendita. Quindi. Haben Sie schon gehabt und Sie sind natürlich mehr dem Mittelmeer bezogen, aber. Ich bin so begeistert. Das hier ist wahrscheinlich das Kinderzimmer. Questa è la camera per i bambini. Questa è, diciamo, è la camera per gli amici. Für die Freunde, ja. Für die Freunde. Mm-hmm. Okay. Also wenn die mal kommen. Armatore molto festaiolo. Der Besitzer macht sehr gerne Partys. Also. Echt, hätte ich jetzt nicht gedacht, ja, dass er meine Partys. Ja. E ha comunque anche una famiglia numerosa, quindi un po' la usa con la famiglia. Eine große Familie, also. Ja, also wir gehen jetzt gleich hier weg und du wirst den Besitzer auch nicht kennenlernen, Marlene. Das kannst du vergessen. Das ist so. Es gibt auch hier ein Feuerlöschsystem. So, nicht, dass du irgendwann mal hier abhaust und sagst, hier Wohnmobil will ich nicht mehr. So, das ist auch hier ein Queensbett. Das ist in Lee Queens. Und das ist, on peut aussi approcher les lits, les deux. Si possono unire i letti? Lui li ha voluti ben distinti. Wollte es nicht so haben. Sì, però li possiamo fare che si uniscono e si separano. Sì, certamente. Okay, das heißt also hier zum Beispiel zwei Männer, die etwas zu viel getrunken haben, die müssen ja nicht ganz nah nebeneinander liegen, oder? Due che hanno bevuto un po' troppo possono essere separati, sì. Okay, sì. Ja, ich bin wirklich baff. Was haben wir noch nicht gesehen? Die Motoren. Non abbiamo ancora visto i motori. Gli faccio vedere la sala macchine e poi abbiamo visto tutto. La sala macchine, il garage. Ist im Garage? Garage? Ja, die Motoren. Sì. Ja. Echt? Zeig. Oh no, I show you, hat er gesagt. Das ist. Tu parles quel langue tu parles? Italien. Italienisch spricht er. So, er spricht aber auch Französisch, das kann ich sagen. Englisch. Das ist allein dieser Raum hier. Das ist. Das ist oben ist auch noch was hier. Spiegali che ha una particolarità rispetto a tutte le altre barche. Questo salotto è a tutta larghezza. Non ci sono i passaggi laterali. Guarda per esempio also, la barca di fianco. Die Besonderheit in diesem Fall, wenn ihr genau hinschaut, das ist das ganze Wohnzimmer ist bis zur Außenseite. Es gibt also neben nichts mehr. Ach, deswegen ist das so breit. Ja, das ist die ganze Breite von dem Schiff. Guarda per esempio questa barca qua di fianco. Der daneben zum Beispiel hat drumherum noch Terrasse und hier nicht. Der nimmt den ganze Breite ein. In questo modo abbiamo un salone che è comparabile a una barca di 50 metri. Insofern, somit hast du ein Wohnzimmer wie in einem 50 Meter langen Boot. Das ist so. Wahnsinn. Die Breite ausgenutzt. Also das ist optisch, die Besonderheit. Ja. Ist das dann damit hast du mindestens 2 weißt Meter mehr. Ich würde mir das schwer überlegen, überhaupt noch wegzugehen hier, weil du kannst ja im Prinzip kannst du die eigene Disco hier machen, oder? Difficile andarsene via da una cosa del genere, perché puoi fare la propria discoteca. Sì. Ja. Wahnsinn. Okay, die Motoren? Die Motoren? Weil irgendwie muss das Ding ja auch wegkommen vom Fleck. In qualche maniera deve muoversi. Sì.
poi adesso li mando, andiamo un attimo in sala macchina, poi... macchina non fagli riprendere subito, fagli riprendere perché i portelli lo portano. Ah, di kleine Tür. Stiamo facendo qualche lavoro tecnico per cui non la vede perfetta. Sie machen, also sie ist nicht perfekt, weil sie gerade dran arbeiten. Ja, ich liebe nicht perfekt. Abbiamo smontato questi portelli per fare della manutenzione, quindi non la vede. Deswegen sind die abgeschraubt, deswegen. Also, sie sind gerade in Erwartung. Das ist aber okay. Wir gucken ja nur mal kurz rein. Master Volt. Super. Tu es très content avec Master Volt? Si, si, très content. Très content. Et combien de batteries sont ici? Là, on voit une partie des batteries. Adesso il numero esatto non me lo ricordo. Sotto là ce ne sono altre. Questo è tutto il quadro elettrico della barca. E i componenti elettrici dove è meglio che non prenda troppo caldo sono in questa presala macchine, diciamo in questa zona tecnica. Also ist der technische Raum, so dass hier auch keine zu nicht Wärme reinkommt, muss kühl bleiben. Weil da sind die Motoren. Ja, gleich. Ich bin total beeindruckt hier von den. Weil das hier ist ja auch, wenn der Strom ausfällt, kein Problem, oder? Absolut nicht. Se dovesse mancare la corrente, non c'è problema. In questo caso il porto non ha corrente. Yeah. Sente questo rumore perché c'è il gruppo elettrogeno in moto. Stiamo andando con il gruppo. In diesem Fall ist jetzt das Schiff an, weil im Hafen ist im Moment kein Strom. Ah, Stromausfall bei euch. Hörst du gerade die Maschinen? So, ich zeig mal gerade, hier sind lauter Charger Master, die da sind. Hier haben wir noch einen Mars. Intern das System läuft auf 24 Volt? 24 Volt intern, ne? Intern 24 ja. Volt, okay. Und wer macht hier die Beschriftung von den Tafeln? Chi che fa questa descrizione, queste scritture? Le descrizioni le fanno i nostri elettricisti, che sono loro i produttori del quadro elettrico. È un'azienda di Viareggio. Das ist Wahnsinn, sehr gut. Diciamo che comunque tutte le aziende che lavorano per noi, diciamo, noi ci appoggiamo a loro da sempre, per cui è nato un rapporto anche di amicizia con tutte le aziende. Also die ganzen Firmen, die für sie mit ihnen zusammenarbeiten, sind ein tolles Team. Also und mittlerweile arbeitet man unter Freunden in diesen vielen Jahren. Glaube ich auch. Es ist Vertrauenssache. Man arbeitet mit jemandem, dem man vertraut. On sente presque rien. Et ça c'est l'endroit plus proche au bruit, parce que là c'est le groupe électrogène. Okay, also hat gesagt, er ist sehr sehr ruhig, damit es nicht stört. Ist das pour l'électricité? Questa è sì, il gruppo elettrogeno che genera, diciamo, la trifase che permette all'imbarcazione. So, das ist der Dreiphasenstromgenerator. Ich lerne so langsam so ein bisschen Italienisch. Kriege ich da drauf? Das ist Volvo und das sind die Maschinen? I gruppi sono Köhler e questi qua sono i motori. Sì, sì, sì. Questi sono i quattro motori. Also das heißt, wenn mal einer ausfällt, ist kein Problem, oder? Se uno non dovesse funzionare, non c'è problema. Guarda, la barca può andare con un motore solo. Das ganze Schiff kann auch nur mit einem Motor fahren. Wahnsinn. Und wer ist zuständig für die Technik hier? Chi è che si occupa della tecnologia del questo? La famiglia, il papà in primis. Diciamo come diciamo studi di sistema, diciamo noi abbiamo il nostro tecnico in famiglia personale che è il papà, sì. Ah, sì, il papà di lui è il tecnico in questo caso di questi ganzen Motoren. Wahnsinn. So, Luftdruck, wozu braucht man Luftdruck? Luftdruck, Ich nehme an, da vorne sind Motoren drin. Wozu sind die? Ist die Hydraulik? Le prese d'aria, diciamo, per areare i motori. Reinzulassen. Ah, okay, alles klar. So, dann gehen wir nochmal raus. Das ist der Wahnsinn. Und ihr habt gesehen, da waren einige Schrauben dran, denn hier könnte ja mal Wasser eindringen und damit das Ganze auch dicht bleibt. So, ja, wir sind
in einem der schönsten Orte der Welt. Hier vorne ist eine Klappe aufgegangen. Jetzt bin ich ja mal neugierig, was hier dahinter ist. Nein! Da sind Boote drin. Warte, ich komm mal. Das Spielzeug. Ist noch mal was. Toys. Toys. Si potrebbe imbarcare volendo anche una piccola macchina, sì, sì. Rein theoretisch, ja. Was hast du gefragt? Ein Smart oder so. Achso, einen kleinen Smart können wir auch einfahren. Cabrio. Aber ich glaube, die Leute, die hier fahren, die, ich sag mal, mieten sich dann Auto. Ma la gente che ha queste navi poi affittano le macchine. Nein, die vermieten die Autos. So, guck mal hier, ein kleines Teil. Und hier vorne die Hydraulik natürlich. Alles ist so perfekt gemacht. Ja. Ja, wenn ich sowas haben möchte, an wen darf ich mich wenden? A chi devono rivolgersi se vorrebbero comprare questa barca, una barca? A noi direttamente. Sì. Name von der Werft? Come si chiama l'azienda? L'azienda si chiama Per Mare Ameriot. 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 Okay. So, das heißt, wenn ich was ist jetzt in Google einzugeben, wenn ich das haben will? Cosa devono cercare su Google? Ameriot. Ameriot. Okay, und da vorne sieht man die Stromverbindung, die da ist. Das ist ein kleines Kabel. Un piccolo cavo. Piccolissimo. Boah, ist das geil. So, Fazit, Marlene. Ja, absolut traumhaft. Absolut traumhaft. Ich glaube, das ist auch wert, wenn hier die ganze Crew mit allen drum und dran mal so... Du hast mich ja gefragt, ja. Dass wir so unsere Hochzeit mal nachholen. Ja. Das heißt, ich könnte mir wie viele Stunden jetzt leisten? Warte mal, eine Woche hat bis zu 150.000 gekostet. Dann kannst du ja mal runterrechnen. Kann ich mal runterrechnen, ja. Wahrscheinlich 5 Wochen. So. Ja, vielen, vielen Dank und merci beaucoup. Grazie, grazie. Pour la visite. Grazie. Est-ce que tu as un autre bateau aujourd'hui pour moi? Non sono preparati, sì. No, Das nächste Mal, wenn ich komme, machen wir ein nächstes Mal. La prossima volta. Ja, sind da, aber im Moment kann man da nicht rein. So, wir werden das Ganze senden. Also ich bin total begeistert, auch von ihm, weil er ist so ganz, ganz Understatement. Weißt du, ich meine, wir sind ja jetzt auf einem Teil hier von 14 Millionen. Die ganz großen, was kosten die? I quelli più grandi. Quanto costerebbe una nave ancora più grande di questa? Non c'è limite al prezzo. Possono, se ci sono armatori che vogliono spendere, possono spendere delle decine e centinaia di milioni di euro. Non es gibt keine Limits. Gibt keine Limits. Nein, absolut. Okay, das heißt, sie können jetzt alles bauen. Absolut, ja. Okay, super. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank, Marlene. Und merci beaucoup. Ja, wenn ihr das hier mögt, ja, abonniert bitte German Television. Sag mal bitte, abonniert German Television. Abonniert German Television. Sag das mal. Abonniert German Television. Sag das mal. Grazie tante. Okay, danke. Tschüss. So, ciao, ciao. Tschüss.